Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Apex Legends Season 15 News Update, kurz vor Release von Season 15 und nach dem Release des Gameplay Trailers machen sich natürlich einige jetzt Gedanken, jetzt kommt eine neue Map, wie ist denn eigentlich in Season 15 die Map-Rotation? Laut einer Apex Legends News Alpha Intel Seite, so schimpft sich diese ganze Geschichte, soll die Map Rotation folgendermaßen aussehen und scheinbar gibt es natürlich keine 5er Map Rotation, auch keine 4er. Es fliegen scheinbar tatsächlich zwei Maps raus. Ist noch nicht ganz hundertprozentig, aber sehr, sehr sicher, denn die stehen in Verbindung mit Respawn. Das sollte soweit klar sein. In Season 15 soll es wie folgt aus seinen Public Games. Broken Moon als neue Map natürlich. Wir können davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich die ersten 7 Tage wieder nur die neue Map spielen können. Vielleicht nehmen die das auch raus. Das wird endlich mal Zeit, weil in Ranked wird der erste Split auch auf der neuen Map sein, wie das immer so ist. Eine neue Map ist auch im ersten Ranked Split immer natürlich die Map, die aktiv ist. Dann soll Olympus und World's Edge in den Public Games sein. Das nenne ich mal eine Map-Rotation, die geil ist. Im Ranked Split natürlich Broken Moon. Bestätigt ist der zweite Split noch nicht 100%ig, aber wir können davon ausgehen, dass es entweder World's Edge ist oder Olympus. Natürlich bleiben ja noch die beiden übrig. Das steht noch nicht 100%ig fest und allem Anschein nach ist Stormpoint und Kings Canyon raus. Das ist noch nicht 100%ig bestätigt. Wie gesagt, diese Seite ist in Verbindung mit Respawn. Da wir jetzt im aktuellen Season 14 Kings Canyon und Stormpoint sowieso in der Rotation für Ranked hatten, können wir davon ausgehen, dass die auf jeden Fall raus sind, zumindest was Ranked betrifft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Stormpoint, also mindestens Stormpoint, sollte aus der Rotation komplett rausfliegen. Vielleicht bleibt Kings Canyon doch auch in den Public Games. Das müssen wir mal abwarten. Das steht noch nicht so 100% safe. Aber das ist auf jeden Fall eine Rotation, mit der ich mich absolut anfreunden kann. Und so könnte Season 15 auf jeden Fall wieder richtig, richtig geil werden. Denn ich weiß, dass in Season 14 viele Ranked gar nicht erst gezockt haben, weil sie vielleicht Kings Canyon nicht so geil finden oder Stormpoint. Müssen wir nicht drüber reden, Ladies and Gentlemen. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von der kommenden Map-Rotation. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.